Herzlich willkommen zurück und ja, ohne großes Schnacken müssen wir dann die Datenzentrale und die Tracking Number von diesen Bränden oder so aktivieren. Ja, da habe ich es schön überlesen, denn seine Nummer steht in der Information. Das ist doch ein Witz, ne? Komm her. Was? Halbtrumpf verfolgt, sieht abgeschossen. Die Waffen-Upgrades werde ich übrigens alle immer einschmelzen, weil ich brauche die ja nicht mehr. Das ist mir auch neu hier. Na, aber erstmal werden wir uns das Ding angucken. Sein Tracking-Armband aktivieren. Den Code, den habe ich schon. Den findet man, wie gesagt, in der Info von dem Auftrag. Grand Logworld aktiviert. Hier zu Datencenter haben wir gemacht. Ja, weiter. Haben wir gemacht. Finde Grand Logworld Außenbereich. Was? Im Außenbereich, ich weiß nicht, wie groß das Ding ist. Ist doch irgendwas noch. Ach so, ja, einfach nur das. Der Außenbereich ist ja zum Glück nicht so groß, ne? Das ist wirklich, ey. Du kannst da ruhig rein. Ich bin mal gespannt, wo kommen wir denn hier hin? Einfach nur dahin, toll. Ja, schön, das ist schön. Gut, Grand Logwood. Im Außenbereich. Wir gehen einmal kurz raus. Gucken, ob es eine Anzeige gibt. Und gehen dann wieder raus. Rein, meine ich. Wobei ich auch ungefähr eine Ahnung habe, wo der stecken könnte. Deswegen gucken wir mal. Komm schon. Mikrogravitation entdeckt. Ja. Dann wollen wir mal gucken, vielleicht einer? Nö. Gehen wir mal ganz kurz weg. Durchbruch. Luftschleuse. Alter. Zumal wir mal so machen sollten, weil das hier oben ist. Also.
Space Shuttle? Kommen wir da hin? Anscheinend kommen wir da hin. Shuttle Frag. Man kann von keinem angegriffen werden hier. Oh! Menschliche Leiche. Ach du Scheiße. Aber wie geil ist das denn? Also es ist echt mal gelungen. Sieht wirklich geil aus. What the fuck? Woher kommen die? Und das da. Sieht man nicht. Alles klar, komm. Ah, guck dir das an. Naja, verpiss dich mal schnell, ganz ehrlich. So, wo ist denn hier die Tür? Man sieht hier gar nichts. Ist das die Tür? Erledigt? Keine Ahnung. Okay, anscheinend ist es weg. Jetzt jedenfalls hoffen. So, jetzt rein da. Was war hier? Hallo, mein Freund. Haben wir nichts? Das ist aber wirklich schön hier. Einfach nur Probanden, Alter. Keinen richtigen Namen, das ist mal traurig, ey. Dark Beer ist ganz wichtig. So, Fabrikatorplan und ein Neuromod. Sonst ist hier aber nichts. Ne, man kann auch nichts drücken oder so. Schade. So, die kennen wir schon. Den haben wir hier. Ey, ey, ey. Wo willst du hin? Knopf. Kann ich noch nicht drücken. Denken wir erstmal, wenn ich das repariert hat. Bitte lass mich das reparieren können. Natürlich nicht. Ah, Jungs, das nervt mich. Aufbrechen? Ah. Sehr schön, dass wir das wenigstens aufbrechen. Was war das? Na gut. Ja, noch eine Mod. Und noch das. Und es gibt schon nichts. Nichts. Ach, da war noch was. Gern ah. Zyklus. Ach, komm. Aber menschliche Leiche, die habe ich doch schon entdeckt, oder nicht? Ist doch gar keine.
So. Luftschleuse, Luftschleuse. Was ist da? Da ist das Dock. Da wird es mir nicht angezeigt. Ich habe ungefähr eine Ahnung, wo er sein muss. Irgendwas ist doch bei mir hier draußen. Gut, komm. Und weiter geht's. Wir gucken jetzt einmal darum. Entschuldige mich für die langen Warten. Reisen ja. Oh, 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 oh. Aber es ist ja nicht unwichtig. Hier durchzugucken ist. So, komm her. Ja. Ja. Ich verpasse, wo ich bin. Verdammt. Na ja, gut, wir fliegen jetzt. Oh. Zurück. Mal nach unten. Integrierungsschlüssel. Da bin ich auch keinen Bock mehr weiterer. Das ist schon Plastik. Wo ist es? Wo ist es? Da. Auch mit dir, auch mit dir. Wo bist du, hä? Weißt, dass du hier bist? Zeig dich. Ding. Ich krieg dich noch ganz sicher. Da, da wollte ich hin, genau. Schleuse da am Ohr von unten sogar. Ja, na gut, also. Oh, menschliche Leiche. Ist das vielleicht der Verschollene? Charismatisch. Nein, ist er nicht. Den haben wir außerdem schon. Ah, das gibt's.
Mann, Mann, Mann. Ist jetzt da die Defrierungsschüssel oder? So. Manchmal echt. Verwehrt hoch 3. Hallo. Oh, Halleluja. Gut, dann gehen wir jetzt in die Lobby. Kein Bock mehr weiter rumzudümpeln. Irgendwo muss auch mal gut sein. Man kann nicht alle retten. Also die Station sowieso zerstören. Jedenfalls. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier gar keine Punkte, außer... Ja, wir gehen mal wieder. Tschüss. Natürlich, du springst mal wieder zu, ey. Hast du keinen Bock, gegen die Leute zu kämpfen? So, ab zur Lobby. Bestätigen. Dann können wir auch bald, bis auf die Schatzkarte, alles, ja, haben wir alles gemacht. Bin gespannt, ob wir die Leute wirklich noch retten können oder die wirklich verloren sind. Das wäre irgendwie schon scheiße, weil wozu haben wir sie dann gerettet? Gleich mal ab. Wow! Das war jetzt mal scheiße. Immer lässt das dann nach, ey. Da ist der Defrierungsschlüssel. Hier ist noch etwas. Und wir müssen es noch in. Boah. Wir müssen ja noch ins Büro. Grant Lockwood. Wie jetzt? Der ist doch nicht da. Du willst mich doch verarschen, oder? War doch gerade eben noch einer. Hallo, schön Sie zu sehen. Kann ich hier vorher rein, ja, ne? Bett Inno. Ja, das ist natürlich wieder mal doof. Okay. Da können wir also nicht mehr lang. Kommen wir denn jetzt hier rein? Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Guten Abend, Thaler. Danke. Herzlich bald wieder besser. Ja, sollen wir ruhig jetzt. Brillanteste Kopf braucht einmal Ruhe. Nun gut. Wir sind ja auch bald fertig. Ja, ja. So, mein X. Und mein F. Ich kaufe ein X und ein F. Okay, Medikit, ja. Zeugmod und Laufmod. Brauche ich nicht wirklich, aber egal. Enric. Bitte entfernen Sie.
Ich habe da noch gar nichts gemacht. Tim. Hast du es jetzt? Darf ich? Danke. Henrik. Bitte entfernen Sie sofort alle vertraulichen Daten aus den Psychotests. Besonders die von morgens in Sitzungsprotokollen. Schicken Sie mir alles in mein Büro. Und benutzen Sie von nun an ausschließlich einen verschlüsselten Transcribe-Kanal. Ich habe Ihnen die Dechiffrierungsschlüssel geschickt. Sie müssen ihn an Ihrem Terminal runterladen können. Der Penner! Nur wir, der Chinesin, und er, dann dicker, fetter, kleiner Wichser, ey. Entschuldigung. Henrik, Trevor Young ist einer unserer Wissenschaftler. Er hat den inneren Verwahrungsbereich ohne ausreichenden Schutz betreten. Er steht derzeit in der Psychotronik unter Beobachtung und wir haben ihn sicherheitshalber alle neuesten Neuromods entfernt. Wir würden ihn aber gerne weiter unter Standard-Quarantäne stellen, bis wir sicher sind, dass der Vorfall keinen dauerhaften psychischen Auswirkungen hatte. Haben Sie mit Dr. Cole zusammen. Danke. Alex, you. Das kriegst du, Junge. Du kriegst eine, ne? Weißt du? Der kriegt echt eine, der kriegt sowas von der Ladung, ey. Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Sowas von, ey. Neue ich habe noch eine Fähigkeit verfügbar. Was war denn bitte? Du hast noch eine, alles klar. Was? Komm her, du. Nein. Hallo, danke schön. Aber wir gehen jetzt mal hier lang. Alles klar, sehr schön. Und Morgan hat sonst nichts über mich erzählt? Nicht einmal... Nur Details aus ihrem Gesundheitszustand, Miss Ilyushin. Und auch nur, weil sie eine Gefahr für die Station sind. Alex und Morgan. Beide wollten das Risiko eingehen. Oh, Alex wusste davon? Alex ist über vieles gut informiert und gibt nur wenig davon preis. Aha. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir hier gerade hinter dem Spiegel sind. Denn ich wollte ja noch nicht. Huch. Achso. Ich wollte ja noch nicht rein. Huch. Hier ist auch noch nichts. Oder nichts weiter. Und jetzt kommen wir ja hier rein. Wunderbar. Oh. Personalabteilung. Ja, wunderschön. Da wollten wir ja schon immer rein und konnten es nicht. Oh, wow. Hier ist so viel. Das ist ich. Wow. Oh, Leute. Boah, wow, ey, ich komm, wow. Mann, ey, ich dachte, hier gibt's mehr. Da ist noch ein Pfeil, dann können wir umnehmen. Cool.
Wir hätten auch von Anfang an da rein können. Was sind das? Netzwerkerkennungsprogramm, bla bla bla. Was haben wir denn aber hier? Hallo Sandro, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihre Bewerbung angenommen wurde. Wir haben Ihnen einige Dokumente zugeschickt. Bitte gehen Sie durch und unterschreiben Sie sie bis Ende dieser Woche. Sobald die Formalitäten geklärt sind, sende ich Ihnen Ihre Reiseinformationen zu. Wir hätten Sie gerne möglichst im nächsten Monat hier oben, um Sie einweisen zu können. Eine Reise zu reservieren stellt immer eine Herausforderung dar. Wir überbuchen Ihnen einen berauschenden Flug mit unserem Shuttle. Ich heiße Sie im Namen der Trendstar-Familie willkommen. Wir freuen uns, Sie bald an Bord begrüßen zu dürfen. Tom Tucker. Thomas Tucker. Moment da. Tommy! Ich weiß, deine Sorge ist geschissen. Ich verstehe, dass du für die Diskrepanzen in der Buchhaltung nicht verantwortlich sein willst. Hunter Hales entschädigt und sticht deswegen heraus, weil er mit mir verhandelt hat. Da hatte die Sache als erledigt. Laut unserer Prognosen für dieses Jahr könnten wir ihm rein theoretisch sogar 6-mal so viel wie unseren anderen Piloten zahlen. Ja. Von Josh Dalton. Genießen Sie. Achso, das kennen wir schon. Ja, das kennen wir schon. So, haben wir hier noch was? Ach, hier ist sowieso nichts. Haben wir hier noch was? Nöp. Da haben wir auch schon mal drin. Von da unten kamen wir. Also. Hä? Halb euch, ja? So, ich glaube, das war's, aber. Ich würde dann gerne aber nochmal, nachdem wir hier wären, nachdem wir hier waren, zurück zu unserer alten Mühle, wo wir gefangen waren, also ganz zum Anfang halt. Ja. Die Entdeckungen auf der Talos 1 deuten auf eine Art von... Ja, gleich, warte, ne? Gleich, krass, gleich machen. Also und also. Psychismus hin. Bewusstsein ist eine fundamentale, bis zu einem gewissen Grad überall existierende. Morgen, ich habe Ihr Terminal benutzt. War okay, hoffe ich. Chief Ilyushin hat sich 13 Mal geweigert, aufzuhören. Kein Grund, morgen vom 14. Mal zu erzählen, January. Ich habe mir erlaubt, Ihre Vorräte aufzustocken. Essen habe ich auch entdeckt, liegt auf dem Tisch. Keine Sorge, habe alles überprüft, ist vor Aliens sicher, zappelt nichts. Chief Ilyushin hat recht. Es sind keine Typhon Kakoplasmus in der Nähe. Oh, danke, January. Seit Ihrem Vortrag über meine Paraplexie war ich nicht mehr hier drin. War ganz sicher, Sie würden mich feuern. Nur, dass Sie leider eindeutig auf mich standen. Was? Ich suche nach weiteren Neuromods, während Sie unterwegs sind. Ich soll auf... Also ernsthaft, ne? Toll. Einen Apfel brauche ich nicht, ganz ehrlich. So, geh's mal weg hier. Köder, ganz ehrlich. Hier, zack, 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 zack. Und das brauche ich auch nicht, aber ich brauche das Metall. Na, ja, da geht's. Wir reden gleich. Gleich. Vier Stück nur. Das ist doch... Ich brauche 6. Stück. Die bringen nichts. Cool. Ganz ehrlich,
Wir brauchen die nicht. So. Huch. Ich stand halt auf dich, ja? Ja, genau, geh mal weg. So, wir brauchen ein Rohr, Alter. Ich brauche dringend Schrotflinte. Ich mache nur Schrotflinte. Davon haben wir nicht noch ein paar. Nein! Warum wird das hier angezeigt? Ganz ehrlich. Was soll die Scheiße? Geh weg. Bin sauer. Die Abrechnung geändert haben. Sein Büro liegt auf der zweiten Ebene der Lobby. Ganz ehrlich, der kommt weg jetzt, hab keinen Bock mehr. Das kommt weg. Aber das ist die richtige. 69. 89. Ja, so, die kommt weg. Ich hab keinen Bock mehr. So, dann die Q-Seite kommt weg. Dann kommt das hier ein bisschen in Ordnung. Es kotzt mich an, es kotzt mich echt an. So, geh mal weg da. Weg, hab ich gesagt. So, willst du mich hier ärgern oder was? So, komm, noch mehr. Los. So, jetzt können wir reden. Wissen Sie, wieso ich meine Akte gefälscht habe? Nein. Sie waren sich so sicher, als Sie mich gerügt haben, Morgan. Ich sei egoistisch und... Mein Vater wurde für seine Kritik an der sowjetischen Intervention in Indien verhaftet. Viele Häftlinge gehen in sibirischen Lagern verloren. Aber mein Vater verschwand. Ich wusste nur, dass Transtar Volontäre aus diesen Arbeitslagern rekrutierte. Ich bin wegen Ihnen hier. Und Alex und ihren Experimenten. Wollte ihn finden. Und jetzt? Er war hier. Ich... Da auf Ihrem Computer. Ja. Haben Sie Namen und IDs aus der Psychotronik gefunden? Von Dr. Gallegos. Die russischen Volontäre wurden nicht namentlich erwähnt, aber eine ID gehört meinem Vater. Wir können seine Akte suchen. Experimentprotokolle. Sie haben schon viel für mich getan, aber wenn Sie das Archiv in der Datenzentrale finden, wüsste ich endlich, was aus ihm geworden ist. Sein Name war Juri Andronov. V010-65532. Morgen. Hat sie gerade morgen oder morgen gesagt? Passwort von Polizierter in Dertenbanker. Okay, machen wir gleich. Mir geht's viel besser. Beine sind okay, Sicht ist klar. Diese Spritzen haben geholfen. Ja. Entschuldigung. Ja, ich geh dann mal los. Dann rede ich nicht mit mir, Mann. Auf zur Datenbank. Die Datenbank war... Hui. Ich weiß, wo die Datenbank war. Da finden wir schnell hin. Ich hab mal aufzugucken. Bam, 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 bam. Sonst brauchen wir hier nichts mehr, ne? Sonst haben wir soweit. Michael ist Vater, klar. Wo ist den? Können wir das kriegen? Sowieso nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lade die. Wo ist das hier? Oh, nach raus. Ebene 2, das ist das Ziel. Und wo sind wir? Das ist ein Anlauf, IT-Sicherheit. Oh, ich bin ja auch ein Idiot, ne? Ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was ihr jetzt so schon lange hin können, voll Pfosten, ey. Ja, hätte ich auch machen können. Oh Gott, ich hab's vollkommen übersehen. Ich hab's nur darauf, ich wollte einfach nur noch dahin. So, hier. Daten übertragen. Ja. Gut. Wie geht's weiter? Mit den entschlüsselten Transcript-Nachricht an. Okay. Chief!
Wir hatten Feindkontakt, aber der Feind, der Sie ist... Sie hätten im Frachtraum Stellung halten sollen. Ich konnte nicht, Chief. Konnte diese Leute nicht. Kommen Sie zu den Fluchtkapseln. Negativ. Fluchtkapseln defekt. Als wären sie deaktiviert. Nur 4 von uns haben es zur Lebenserhaltung geschafft. Ich sehe Rammer hinter Ihnen. Negativ. Rammer ist nicht mehr Rammer, Chief. Diese Dinger. Chief, der Aufzug geht nicht. Sind ausgesperrt. Oh Gott, Rammer. Rammer ist hier. Teak, weg. Teak. Erika, komm. Wieso? Mann, Eltern, ja, ja. Ich weiß nicht, warum ich niemanden erreiche, aber ich bin manövrierunfähig. Ich wiederhole. Kein Antrieb. Ich treibe. Verdammt, Chief. Gehen Sie an Ihr Transcribe. Gut. Mist. Ich sehe in der Kabine nach. Ich habe eine Waffe dabei. Wenn alles in Ordnung ist, gehe ich raus und rüber zu einer Luftschleuse. Noch eins. Shuttlefrack. Achso, das haben wir ja schon gemacht, genau. Ja, schön. In der Sicherheitsstation in der Lobby. Captain Hale, Shuttle Exhaust. Alter! Ich versuche, die Brücke zu erreichen. Keine Antwort. Bitte bestätigen. Oh, Mann, ich habe einige Systemfehler. Ist flächendeckend. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich muss sofort landen. Ein Sicherheitsteam wäre gut, wenn ich reinkomme. Ich höre Geräusche in der Kabine. Scheiße, was ist da los? Darf ich jetzt endlich mal... Wo soll ich denn mein Ding abhören da? Oder ist das im Inventar? Keine Ahnung. Druckregulator. Okay, MR, da habe ich nichts mehr. Wo soll ich denn das jetzt abhören? Hä? Wie von Thanos, Michael ist Vater, wo ist Kirby, was Schmuggling? Hört ihr die entschlüsselte Nachricht an? Ja. Da ist er nicht. Ebene 2 vielleicht. Nope, Ebene 1. Nope, Ebene 2. Nope. Der Stationskarte überhaupt? Ja, das ist immer noch dieser Typ, den wir suchen müssen. Da ist der. Ganz ehrlich, wie soll ich denn? Ja. Nein, das ist ja nicht. Wo die Alex Zündschlüssel im Arboretum. Aber ich bin doch da. Also nicht. Und da ist es nicht. Achso, Arboretum. Ja, bin ich doof. Oh Mann, ey, ich bin echt gerade ein bisschen neben dir. Ja. Das ist so. Daten. Audiologs. Das Ding vielleicht also. Hallo? Oh, muss ich da jetzt ernsthaft. Oh. Ja. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Ja, alles klar. Ist ganz am Anfang. Bin unterwegs. Ja. Okay. Fop, 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 fop. Notrufbrücke. Tja, nö, irgendwie. Also, nö, nö, aber nö. Also. Tja, keine Ahnung, wo ich da jetzt gucken soll. Naja. Das sehen wir erstmal in der nächsten Folge. In dieser Folge soll es gewesen sein. Ja, dann. Morgan. Die Koralle breitet sich auf andere Teile der Station aus. Die Typhon werden sie bestimmt nicht unendlich weiter wachsen lassen. Ja.
Sie muss einen Zweck haben. Sie haben mich entworfen, damit ich Ihnen helfe. Ja. Auf weitere Anweisungen kann ich erst zugreifen, wenn Sie beide Zündschlüssel haben. Warum kommst du mir so dicht? Vielleicht ist die Koralle eine Art Speicher für die Energie, die die Typhon angesammelt haben. Okay. Kann ich dich... Ich wollte noch mal reden. Hallo? Kann ich nicht. Alles klar. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und danach hoffentlich, dass ich die Nachricht abhören kann. Gucken wir mal. Bis dann. Ich bedanke mich und ciao.